Vielleicht, wenn nicht sogar wahrscheinlich, werden wir heute eine Rallye an den Aktienmärkten erleben. Aber eins sollte uns klar sein, diese Rallye ist so lange nicht nachhaltig, als die Fed nicht umsteuert. Denn was die Fed uns faktisch erzählt hat, dass sie eine Art geplante Wohlstandsvernichtung betreibt, denn sie will das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder in einen Gleichklang bringen. Und da sie auf das Angebot keinen Einfluss hat, wohl aber auf die Nachfrage, will sie die Nachfrage nach unten bringen. Und wie bringst du die Nachfrage nach unten? Indem du die Leute ein bisschen ärmer machst, die vorher eben durch die Politik der Fed immer reicher geworden waren, weil die Vermögenspreise gestiegen waren, also Aktien- und Immobilienpreise gestiegen waren. Und wenn jetzt Aktien- und Immobilienpreise fallen, dann würden die Leute weniger reich sein auf dem Papier, dadurch weniger konsumieren. Und genau das will die Fed jetzt versuchen bei der Bekämpfung der Inflation. Und das sollte man eben bedenken, selbst wenn wir impulsive Rallyes sehen, dass wir nach wie vor in einem Bärenmarkt sind, und solange die Fed nicht umsteuert und sagt, hups, jetzt ist etwas wirklich kaputt gegangen, wird es eben so bleiben, dass man hier faktisch gegen die Fed handelt. Ja, es ist seit Jahrzehnten das erste Mal, so sagt hier ein Hedgefondsmanager, dass ein Fed-Chef klar gesagt hat, verkauft die Rallyes, denn wir wollen hier die Inflation nach unten bringen. Paul hat klar gemacht, Inflation oberste Priorität, wir werden alles tun, damit die nach unten kommt, auch wenn es ein paar Schmerzen verursacht, und diese Schmerzen sind eingetreten. 7 Wochen in Folge waren wir jetzt negativ, das gab es nur 1970, 1980 und im Jahr 2001, der einsame Rekord 1970 waren 8 Wochen in Folge. Sollten wir also in dieser Woche auch wieder negativ sein, dann wäre das die Einstellung des Rekordes aus dem Jahr 1970. Also da ist durchaus etwas passiert, und Paul hat es ja wirklich klar gemacht. Er hat eine Art Paul-Volcker-Schwur abgegeben, hat gesagt, wir werden alles tun, um die Inflation noch nach unten zu bringen. Das ist unsere Priorität, das ist das oberste Ziel. Wenn da Kollateralschäden entstehen, dann ist das so. Das ist das, was er in der letzten Woche sehr, sehr klar betont hat, und die Märkte haben das ein bisschen aus dem Auge verloren. Ähnlich wie 1974. Damals hat auch unter Paul Volcker eben die Fed die Zinsen angehoben in eine Rezession hinein, und genau das dürfte diesmal auch passieren. Man musste damals diese Inflation in den Griff kriegen und hat trotz einer sich abschwächenden Wirtschaft eben die Zinsen angehoben. Die Folge war ein horrible bear market, also ein ziemlich schrecklicher Bärenmarkt, immer wieder unterbrochen durch impulsive Rallyes, die wir auch damals gesehen haben, so wie wir das vielleicht heute sehen werden. Aber insgesamt, und das sehen wir hier in dieser Grafik, Bewertungsniveaus etc. etc. Die Fed hat die Leute jahrelang reich gemacht, vor allem die Vermögenden, über die Vermögenspreise. Dadurch sind die Bewertungen teilweise in den Himmel geschossen, auch für Häuser oder für bestimmte Aktien. Und wenn jetzt ein bisschen Luft da rausgelassen wird, denkt sich die Fed, dann ist das doch wieder eine Rückkehr etwa zu langfristigen Durchschnitten, die wir hier sehen, etwa in diesem Chart. Da ist etwa Kurs-Gewinn-Verhältnis, da ist CAPE-Ratio, also praktisch inflationsbereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis, alles nahe der Allzeithochs derzeit immer noch. Und das heißt, da ist noch einige Luft nach unten, was Bewertungen betrifft. Und die Fed hat die Hoffnung, dass sie das Ganze, dass sie diese Blase kontrolliert nach unten fahren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, ist eher gering. Schauen wir uns eben diese Fed mal an. Seit vor einem Jahr hat man uns noch erzählt, bis in den November eigentlich, bis zur neuen Nominierung von Jerome Powell, ja, Inflation is transitory. Und dann hat man gesagt, ja, vielleicht nicht so transitory, aber ist doch gut, wenn wir mal ein bisschen Inflation haben nach Deflation in den Vorjahren. Dann hat man gesagt, oh, Inflation doch nicht transitory, und dann, oh, Inflation ist ein Riesenproblem, Inflation ist außer Kontrolle, und jetzt sagt man uns, faktisch durch die Blume, wir brauchen eine Rezession, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und da beschweren sich jetzt nicht nur Einhörner, dass die Menschen, viele Menschen nicht mehr daran glauben, sondern eben auch die Zentralbanken sehen, dass das natürlich an der Glaubwürdigkeit massiv kratzt. Und was ist die Ursache dieses Glaubwürdigkeitsproblems? Wachstumserwartungen permanent nach unten gesenkt in diesem Jahr, Inflationsprognosen permanent angehoben in diesem Jahr, und diese Wachstumssorgen, die sind in der letzten Woche das erste Mal so richtig nach oben gekommen, weil die Märkte realisiert haben, hey, Inflation ist nicht nur ein Thema für Zentralbanken durch steigende Zinsen und Bilanzreduzierung, sondern das trifft auch die Unternehmen selbst, das trifft die Konsumenten und die Unternehmen. Das war das, was Target und Walmart uns in der letzten Woche erzählt haben.
Dadurch ist klar geworden, dass die Unternehmen die Preise nicht ins Unendliche steigern können, weil die Konsumenten nicht mehr mitkommen. Die sind schon so belastet durch Lebensmittelpreise, dass sie dann andere Ausgaben eben kürzen, keine Kleidung mehr kaufen oder deutlich weniger, vielleicht weniger in den Urlaub fahren. Also, dass der Konsum zurückgeht und damit die Stimmung sich eintrübt, das sehen wir hier bei aktuellen Umfragen etwa in den USA. Da sagen 69% der Amerikaner, die Wirtschaft ist schlecht. Da sagen 65%, Biden regiere zu langsam. Also es ist eine sehr negative Stimmung derzeit erkennbar. Viele sind pessimistisch, was die Inflation betrifft. Viele sind pessimistisch, was die Wirtschaft betrifft, sind pessimistisch, was die Aktienmärkte betrifft. Und die Leute sind faktisch ärmer geworden, weil eben ihre Retirement Plans, also ihre Lohn-, also ihre Rentenansparungen, die in den USA oft über Aktien passiert, eben weniger wert geworden sind. Und deswegen sehen wir hier in dieser mittleren Grafik, dass viele wieder zur Arbeit gehen, die vorher nicht mehr gearbeitet haben, weil sie gedacht haben, es reicht ja auch so. Jetzt sehen wir, dass diese Leute wieder zurückkehren. Wir haben in den USA im ersten Quartal schon negatives Wachstum gesehen oder Schrumpfung. Wir haben erste Spuren am Hausmarkt, dass es da schwierig wird. Wir sehen, die Inflation geht nach oben. Nur der Arbeitsmarkt, der ist noch relativ spritzig unterwegs. Aber wir sehen auch hier jetzt erste Anzeichen in der unteren Grafik, dass hier Jobpostings deutlich zurückgehen. Hier ist sozusagen ein Rückgang von deutlichen 20% bei Indeed zu erkennen. Also es gibt weniger Jobangebote. Und all das hat natürlich diese ganze negative Stimmung, diese hawkische Wende der Fed, dieser monetäre Klimawandel hat dafür gesorgt, dass die Märkte eingebrochen sind. Hier der S&P 500, der eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebrochen hat, an die Nackenlinie nochmal gelaufen ist, dann wieder abgeprallt ist, neues Tief gemacht hat. Wie geht es jetzt weiter? Naja, wir könnten schon eine saftige Rallye sehen, denn wir haben so eine Art Doppelboden gemacht mit einem zweiten Boden, der ein bisschen tiefer war als der erste Boden. Das ist normal ein gutes Zeichen, weil dann eben nochmal Stops gezogen werden. Da lagen sicherlich Long-Positionen, die dann ausgestoppt wurden. Jetzt sehen wir schon am Freitag diese Drehung und sehen, dass es heute auf Future-Basis erstmal weitergeht. Wir sehen hier in der unteren Grafik Nasdaq-Stocks above their 50-Day Moving Average, also die über den 50-Tages-Durchschnitt handeln. Extrem wenige Aktien, die das tun. Hier sehen wir mal den RSI auf wöchentlicher Basis. Da sind wir tiefer als beim Corona-Crash. Und so tief wie seit der Finanzkrise nicht mehr, also gerade die Tech-Werte wurden ausgebombt, dass da jetzt mal eine Reaktion nach oben kommen kann, ist völlig natürlich. Hier sehen wir Ähnliches beim Dow Jones Daily. Hier sehen wir, dass wir da diesen Trendkanal nach unten sogar kurz gebrochen hatten, dann aber wieder reingekommen sind. Und unten sehen wir interessanterweise der NYSE Composite, das sind also die Aktien, die praktisch in New York gehandelt werden. Ein sehr breiter Index, wenn man so will. Und der hat erstaunlicherweise kein neues Tief gemacht. Wir sehen auch beim WIX kein neues Hoch beim WIX, obwohl die Aktienmärkte neue Tiefs gemacht haben. Also die Zeichen sprechen dafür, dass wir hier jetzt so eine Counter-Rally sehen, die durchaus sehr impulsiv ablaufen kann. Insgesamt sehen wir, dass jetzt auch das Verhalten der sogenannten Retail-Trader in den USA sich verändert hat. Also der Privatspekulanten, könnte man sagen. Hier zeigen Untersuchungen, dass 52% derjenigen, die nach Januar 2019 gekauft haben, jetzt verkauft haben, was Nasdaq-Aktien betrifft, also 52%. Dagegen nur 26%, also die Hälfte, haben S&P 500-Aktien verkauft. Das heißt, der Schaden, der im Nasdaq entstanden ist, das sehen wir ja, ist ja deutlich größer. Über 30% ging es nach unten, während der S&P gerade mal 20% gefallen war, so muss es heißen. Und wir sehen auch, dass diese ganze Optionsgeschichte jetzt deutlich zurückgeht. Hier sehen wir mal, das Options-Call-Volumen, dunkelblau, ist deutlich nach unten gegangen seit Jahresbeginn. Und wir sehen also, dass da dieser Mechanismus so ein bisschen ausgehebelt wurde, dass man mit Calls eben die Preise weiter nach oben getrieben hat. Also praktisch ein Volkssport ist hier erstmal zum Erliegen gekommen, der Aktienmärkte gepusht hat, weil die Leute gesagt haben, die Fed fängt uns doch sowieso auf, wo ist das Risiko? Also wir sehen verändertes Verhalten der Privattrader, wir sehen veränderte Stimmung bei den CEOs in den Unternehmen. Hier schauen wir mal
CEO Confidence im freien Fall. Hier sehen wir auch Consumer Confidence Composite nach unten. Und normalerweise gibt es da schon eine gewisse Korrelation zwischen der Stimmung der Konsumenten, Stimmung der CEOs und eben den Aktienmärkten. Wir sehen, dass die jetzt massiv nach unten gedreht sind, also eine Rezession erwarten. Und das Ganze könnte auch noch schlimmer werden, dadurch, dass eben die Wirtschaft in China sich so stark eintrübt. Hier sehen wir ja die Einkaufsmanager-Indizes deutlich unter die 50er-Marke fallen, also kontrahierend. Und normalerweise dauert es 3 bis 6 Monate, bis dann westliche Länder wie die USA eben diese Prozesse nachvollziehen. Das, was an Lockdown in China der Fall ist, das werden wir erst in 1 bis 2 Monaten vollgültig zu spüren bekommen, was dann alles fehlt möglicherweise in den Regalen. Aber nochmal zurück. Hier zur Inflation und zum Thema Inflation. Jetzt hat auch Lagarde am Wochenende gesagt, mehr oder weniger klar gesagt, im Juli werden wir die Zinsen anheben und das bei einer Inflation, naja, von 7,5% in Deutschland kann man machen, dass man dann die Zinsen mal auf 0,25% anhebt. Wenn wir uns mal andere Länder anschauen, etwa China oder China oder China, wie auch immer, gell, also das kann man ja halten, wie man will im Deutschen. Jedenfalls da sehen wir Inflation 2,1%. Da steuert die Notenbank schon um, versucht zu stimulieren, aber wir haben auf jeden Fall keine auch nur vergleichbaren Inflationsraten wie in Europa. Oder schauen wir uns auch mal Japan an, auch hier gestiegene Inflation, aber auch im Bereich 2,5%. Schauen wir uns mal die Schweiz an, auch hier Inflation nur 2,5% und das alles trotz Ukraine-Krieg, der ja auch in der Schweiz irgendwie ein Thema sein dürfte, der auch für Japan ein Thema sein dürfte, auch für China in gewisser Weise ein Thema oder China sein dürfte. Jedenfalls sehen wir, dass das möglicherweise doch mit der Notenbankpolitik etwas zu tun hat, gerade von der Fed und der EZB eben durch die Ausweitung der Geldmenge. Wenn wir nochmal nach China kommen, sehen wir, dass ein zentraler Stadtteil in Shanghai wieder dicht gemacht wurde. Ein echtes Problem jetzt der Peking, neue Sorgen, dass da der Lockdown noch umfassender wird. Peking jetzt mit einer Rekordzahl an Corona-Infektionen. Wie gesagt, das alles werden wir erst spüren in einiger Zeit. Wir werden heute einen Lagebericht aus China bei finanzmarktwelt.de nochmal publizieren. Hier sehen wir eine extrem interessante Grafik, nämlich Globalisierung. Wie schaut es denn da aus? Nehme ich mal einfach Value of Global Exported Goods as Share of GDP. Also wenn wir uns mal anschauen, wie viel in den Export gehen, was ist das am Anteil des Gesamt-BIPs in der Welt? Und wir sehen, wir hatten kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein Hoch, das ist dann bis 1970, bis in die 70er Jahre hinein nicht wieder erreicht worden. Dann ging es immer weiter nach oben. Und jetzt haben wir etwa kurz vor der Finanzkrise das Hoch gesehen, seitdem geht es nach unten. Wir sind also in einem Prozess der Deglobalisierung und immer wenn diese Grafik nach unten geht, dann haben wir gehabt den Ersten Weltkrieg, wir haben den Zweiten Weltkrieg gesehen oder erleben müssen, oder nicht wir, aber unsere Vorfahren. Und das heißt, dann wird es gefährlich, wenn die Welt sich entflechtet, dann steigt das Gefahr. Potenzial für heftige Konflikte, weil eben man weniger miteinander kommuniziert, weil dadurch Missverständnisse durchaus zunehmen können. Also das mal ein kurzer Überblick. Die Fed will faktisch die Finanzkonditionen straffen. Dazu gehört auch, dass die Aktienmärkte korrigieren. Die will keinen Crash, aber sie will eine Art kontrolliertes Entweichen von Luft aus dieser Blase. Das wird sehr, sehr schwierig. Es wird etwas kaputt gehen wahrscheinlich. Und was dann passiert, werden wir sehen. Aber bis die Fed eben umsteuert, sind solche Rallyes, die wir wahrscheinlich auch heute sehen werden, eher Verkaufsgelegenheiten. Ähnlich sieht das der Artikel von Wolfgang Müller, S&P 500 und Nasdaq, rekordverdächtiger Abwärtstrend, wo das ganze Big Picture nochmal gemalt wird. Und da ist eine zentrale Frage, das ist die entscheidende Frage, so der Artikel, wird es zu einer Rezession kommen, ja oder nein? Und der zweite Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist EZB-Präsidentin Lagarde über Bitcoin und Co. Crypto is worth nothing. Ist nichts wert. Da erzählt der Lagarde, dass einer ihrer Söhne Krypto gekauft hat, obwohl sie da abgeraten hat, gell? Aber Krypto ist nichts wert, aber der Euro ist ganz viel wert. Das ist die Botschaft, die uns Frau Lagarde gibt, an die wir natürlich alle glauben. Natürlich. Wir glauben ja auch an Weihnachtsmänner und Osterhasen und all das ist ja auch sehr realistisch. Insofern sollten wir auch einer Frau Lagarde glauben. Das die beiden Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.